An der Stelle muss entweder auf dem Weg, es war dann gegen 4:30, dass es wieder gefroren war, jedenfalls muss auf dem Ende, ist er zu Fall gekommen. Die Skier lagen auf dem Weg und er ist einen kleinen Abhang in eine Wiese gefallen, wo einige Steine aus dem Schnee guckten. Da war eben die Schneedecke nur noch ganz flach. Und die Chance, jetzt genau mit dem Kopf auf so im Hinterkopf auf den Stein zu fallen, die war eigentlich die Möglichkeit, einfach nur dahin zu fallen. Die wäre viel, viel größer gewesen, aber es traf ihn am Hinterkopf. Und er wurde dann nach Sion ins Krankenhaus eingeliefert. Und während wir uns wunderten, dass er noch nicht da war, aber wir haben dann gedacht, naja, der fuhr von der Stelle ging ein Weg runter ins Dorf und haben uns zunächst ja keine Sorgen gemacht. Und dann haben wir halt nach einer Zeit doch gedacht, er ist noch nicht da. Ja, und dann nahm eigentlich das Unheil seinen Lauf. Wir haben es dann erkundigt und dann wollte jemand mit mir mit dem Auto da hochfahren, weil ich dachte, vielleicht hat er sich doch einen Knöchel verletzt und kommt jetzt da mühsam den Weg runter. Und dann sagte dieser betreffende Mensch, ach, ich kann auch mal da oben anrufen, ob die irgendwas wissen. Und dann hieß es, ja, da ist ein Unfall gewesen. Und dann weiß ich noch, das wehrt man sofort ab, so, obwohl es ja dann nahe lag. Und dann sollten wir bei der nächsten Polizeistation anrufen, was wir auch getan haben. Und dann nannten die gleich, fragten die, ob ich Frau Meier wäre. Und sagten dann, ja, mein Sohn hätte einen Unfall gehabt, très, très grave, und er wäre halt in Zion im Krankenhaus. Und Was dann heißt Retrograf? sehr, sehr schwer, Trägraf. Ach so, très, sehr très schwer. grave, ja, sehr schwer Trägraf. verletzt, ja. Und wir sind dann, mein Mann und ich, meine Tochter hat uns begleitet, wir sind dann nach Sion gefahren und das ist eine ziemlich lange Fahrt aus den Bergen und da gehen einem ganz schreckliche Sachen gegen uns durch den Kopf und auch immer so diese Angst, jetzt ist er tot, er ist tot. Und als wir dann ins Krankenhaus kamen und der Arzt uns sagte, er lebt, schwer verletzt und so, und dann war eine unglaubliche Erleichterung und wir sahen ihn dann und das war, ja, er lebt. Nein, das ist also, ja, er lebt. Er wird die Augen wieder aufmachen. Und sah eben auch ganz unverletzt aus. Er hatte nur die Beatmung, das war so das einzig Bedrohliche, aber er hatte keine Schramme, kein Blut, das war der Hinterkopf. Der Schlag war eben auf den Hinterkopf. Und da habe ich dann auch mal hingefasst, das war auch weich da, wo es eigentlich hart sein sollte. Und Geschwollen, also. auch nicht. Also vorne, er hat einen schmalen Kopf und nach hinten schon. Also weich war der Hinterkopf, aber nicht irgendwie deformiert oder so. Ja, und wir haben dann an seinem Bett gesessen, was man macht, und haben gehofft und gebetet, seine Hand gehalten und ja, und die Nacht bei ihm durchwacht. Und das war auch dann so, dass eigentlich nur die Pflegepersonen mal da waren, was an ihm machten und sonst sich auch kein Arzt mehr sehen ließ und auch den nächsten Vormittag nicht. Und bis dann gegen Mittag, mein Mann war gerade im Moment rausgegangen, wurde und meine Schwester war bei mir, da wurden wir gebeten, auch das Zimmer zu verlassen. Und dann dauerte das so höchstens 10 Minuten, also relativ kurz. Dann kamen die zwei Ärzte wieder raus und der eine zögerte ein bisschen und sie besprachen sich nochmal und ich hatte die natürlich im Blick. Also das ist wie eingebrannt, das sehe ich heute noch. Und dann kam der eine ein bisschen zögerlich auf mich zu und sagte, ich muss Ihnen leider mitteilen, Ihr Sohn ist tot. Und ich weiß, dass durch mich ging so eine Welle, so eine Welle. Also ich dachte, ich verliere die Fassung und ich habe mich dann hinter mir war der Tresen, wo die Schwestern hinter sitzen. Ich habe mich da angelehnt und dann war das vorbei, als hätte er gar nichts gesagt und erzählte dann auf und sagte, wir stellen also nach Schweizer Richtlinien morgen früh die Apparate ab und bitten Sie zu überlegen, ob Sie Organe Ihres Sohnes spenden können. Und zählte dann auf, welche Organe wir spenden. Also zählte alles auf, von den Augen über Leber, Herz. Und damit verließ er mich.
Und Ließ sie einfach stehen, ja, oder? damit ließ er mich stehen. Und wenn meine Schwester nicht neben mir gestanden hätte, das mitgekriegt hätte, ich hätte das nachher, hätte ich gar nicht gewusst, was da passiert ist. Also sie hat dann gesagt, ja, also Und der erste Arzt, der andere Arzt, hat sich im Hintergrund gehalten. ja, also den habe ich dann nicht mehr im Blick gehabt. Ich war mit diesem Arzt und habe dann nur wie entgeistert hinter ihm hergeguckt. Und bei mir war das dann auch wie ausgelöscht danach. Also ich hätte das auch meinem Mann nicht erzählen können. Das war wie weg. Meine Schwester hat es meinem Mann dann erzählt. Und ich habe auch keinen Moment daran geglaubt, dass das so ist. Mein Kind ist tot. Ich habe ja wieder am Bett gesessen. Ich habe sein Bein gestreichelt, das hat sich bewegt. Ich habe gesehen, wie die Schwestern seinen vollen Urinbeutel weiter wechselten. Ich habe gesehen, dass an seiner Infusion was gemacht wurde. Also, wie sollte ich denn? Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Ich habe da weiter gesessen und gehofft und gefleht, dass er die Augen wieder aufmacht. Und also, er kriegte dann auch irgendwann so einen Hautaufschlag, der wieder verschwand. Also, das war grotesk eigentlich im Nachhinein. Wie Also, lang waren denn die Ärzte in dem Zimmer, die beiden? als wir rausgeschickt wurden, Ja. also ich habe höchstens 10 Minuten, höchstens. Das war eine relativ kurze Zeit, weil wir standen ja draußen und mein Mann war immer noch nicht wieder da. Der wollte nur zur Toilette. Also das war keine lange Zeit. Hat er erklärt, was Hirntod Nein, ist? nein. Ich wusste das zu dem Zeitpunkt auch nicht, obwohl ich Krankenschwester bin und zu dem Zeitpunkt auch Lehrerin für Krankenpflege, hatte ich keine Ahnung. Ich habe zwar immer mal gedacht, Hirntod, was ist das eigentlich? Soll angeblich nur ein neues Todeszeichen sein, zusätzlich zu den schon bestehenden Todeszeichen. Und gutgläubig habe ich gedacht, ja, ich muss mich mal da informieren, aber habe es natürlich nicht getan. Aber dass das ein neues Todeszeichen ist und die anderen Todeszeichen gar nicht eingetreten ist, sind, das wird natürlich auch, das wusste ich bis dahin nicht. Ne? Wie hat denn Ihr Und Mann reagiert, als er dann wieder kam und Sie ihm das erzählt haben? meine Schwester hat ihm das gesagt. Meine Schwester hat ihm das gesagt. Und für ihn war das dann ganz furchtbar. Im Gegensatz zu mir, ich habe da weiter gesessen und gehofft und gebetet, ist er dann in eine furchtbare Unruhe geraten und war später so böse. Die letzte Zeit für sein Kind hat er sich dann da mit dem Gedanken umgetrieben, versucht, wir waren ja im Urlaubsort, wen kann ich erreichen, wer kann uns helfen, was sollen wir machen? Und das war also für ihn ganz schlimm, diese Situation. Und wie kam es dann zu dem Entschluss, dann doch die Nieren zu spenden? Das war so. Wir haben dann diesen Tag zu Ende verbracht, die zweite Nacht durchwacht Am Bett. am Bett. Mal einen Moment, dass der eine oder andere mal einen Moment sich zurückgezogen hat. Die hatten uns dann noch einen zweiten Sessel hingestellt, aber sonst am Bett. Und am nächsten Morgen erschien wieder ein Arzt. Da konnte ich nicht sagen, ob das der war, der da jetzt bei dem Dr. Dupreux stand. Er fragte, ob wir uns entschieden hätten, ob wir wüssten, was wir spenden würden. Wir hatten uns nicht entschieden. Also ich hatte gar nicht mehr darüber nachgedacht. Mein Mann sagte nein. Und dann wurden wir unter Druck gesetzt. Dann hieß es ja, in einer halben Stunde müssen wir uns entscheiden. Dann käme wieder jemand zurück. Und ich konnte, also das war für mich die allerschlimmste Situation. Ich sollte mich für was entscheiden, was ich gar nicht glauben konnte. Und ich hatte ja immer wieder das Gefühl, das ist hier ein Spuk, das stimmt gar nicht. Das ist gleich alles vorbei. Und dann aber doch, ja, aber du musst dich entscheiden, du sollst jetzt hier ein Organ hin. Und dann kommt ja noch dazu, man weiß ja im Grunde, es wird uns ja seit 40 Jahren gesagt, dass also 3 am Tag sterben, dass man sich schuldig fühlt. Und wenn man da jetzt nicht einwilligt, und das finde ich wirklich so infam, wenn so ein Leid über einen kommt, das ist ja die schlimmste Nachricht meines Lebens. Ihr Kind ist schwer verletzt und dann ihr Kind ist tot. Das führt ja zu so einem Zusammenbruch. Das ist eine Schocksituation. Auch das Selbstwertgefühl, das bricht zusammen. Ich fühlte mich auch schuldig am Tod meines Kindes, an der Situation, obwohl ich objektiv ja gar keine Schuld hatte. Weil Sie nicht mehr aufgepasst haben auf ihn beim Ja, Skifahren? irgendwie. Also man ist so, als Eltern fühlt man sich verantwortlich für das Kind. Und irgendwie war, ich glaube, mit so großem Leid ist immer auch irgendwie ein Schuldzusammenhang da.
obwohl der objektiv nicht da ist. Und dann in diese Situation, wo man sich schon so schuldig fühlt und wirklich so zusammengebrochen ist, dann zu sagen, ja, aber wenn du jetzt, das ist ganz subtil, ne, wenn du jetzt hier nicht einwilligst, wenn du jetzt hier nicht sagst, dann bist du noch schuldig am Tod anderer. Das war für mich. Und ich, die Situation war so elend. Ich wollte doch auch nicht, dass noch jemand in so eine elende Situation kommt. Und dann, nein, ich kann mich ja nicht entscheiden, der wird ja gleich wieder wach, das stimmt ja hier alles gar nicht. Ich habe mich wie in einem Schraubstock gefühlt, der sich immer enger um mich zog. Ich musste mich entscheiden. Und was ich auch ganz schlimm fand, ich habe das gar nicht erst registriert, dann saß da ein Krankenhausseelsorger, der eigentlich sich gar nicht eingemischt hat, der gar nichts gesagt hat. Da wurde ich irgendwie darauf hingewiesen, oder ich weiß nicht, ob meine Schwester ihn fragte. Und Den haben wir später nochmal aufgesucht. Und da hat er gesagt, ja, ich habe gar nicht verstanden, dass Sie da so lange zögerten. Das ist doch was Gutes, was Sie da, ist doch was Gutes, was man dann tun kann. Und ich finde es so erbärmlich, dass selbst Krankenhausseelsorger sich so einbinden lassen, jedenfalls dieser, in die Transplantationsmedizin, den Transplantationsmedizinern dienen und dass der nicht unsere Not wahrgenommen hat. Der hat gar nicht unsere Not wahrgenommen, in welcher elenden Situation wir da waren. Das hat ihn ganz kalt gelassen, ja. Es gibt auch sehr kritische Klinikseelsorger, ja, nicht? Ja, also das muss ja, man das kann man nur sagen. Hoffen. Es ist ja ihre ureigenste Aufgabe, mal zunächst hier meinem Kind beizustehen und uns als Eltern, meine anderen Kinder waren ja nachher auch dabei, uns zu helfen. Wie geht das denn jetzt für diese Familie? Der eine wird sterben und wie leben denn die Eltern? Was müssen wir denn tun, damit die Eltern hier eigentlich mit weiterleben können? Nicht, die hätten uns ja, der hätte ja sich mal diese Frage stellen müssen. Und man kann doch nicht Kind und Eltern in so einer Situation trennen, wo man, also schon im Krankheitsfall hätte ich mein Kind nicht verlassen. Und im Sterben, mich da aus dem Zimmer, ich habe mich nachher gefragt, wer hat das geschafft, dass ich mein Kind verlassen habe? Wie konnte das sein, dass ich das Sterbezimmer verlassen habe? Das ist sehr, sehr quälend nachher und das ist ganz und gar unerhört, nicht? Dass sie nicht handeln für das Kind zum Besten, nicht handeln für die Angehörigen zum Besten. Ich und viele, die meisten, ich meine, das ist ein Urwunsch auch eines Menschen, der stirbt, nicht verlassen zu werden. Und es ist auch ganz, ganz wichtig zum Weiterleben, dass man halt wirklich jemanden begleiten, gerade ein Kind begleiten kann bis zuletzt. Und wieso hat Ihr Mann denn dann in die Nierenentnahme eingewilligt? Weil wir nicht aus noch ein wussten, wirklich. Und weil man in so einer Abhängigkeit dann von diesen Ärzten ist. Man denkt auch in diesem Moment noch irgendwie, tun sie doch alles für das Kind. Und man ist in diesem Zusammenbruch, in diesem Schockzustand, man realisiert das so überhaupt nicht richtig. Dann ist man auch in so einer Abhängigkeit und tut alles sozusagen nur, damit sie das Beste für das Kind tun. So war jedenfalls unsere Haltung, auch schrecklich untertänig, schrecklich abhängig. Also ich wünschte, ich hätte gesagt, hier raus, das ist meine Zeit. Wenn mein Kind wirklich sterben muss, dann ist das meine Zeit. Also diese Abhängigkeit. Und ich habe das später auch in Berichten gesehen, wie Angehörige, die ist es doch leicht, die zu manipulieren in diesem Zustand. Es geht doch nicht um irgendeine Entscheidung oder um irgendetwas, einen Urlaubsplan oder so. Es geht doch um eine ganz dramatische Situation. Die sind eigentlich gar nicht zurechnungsfähig, nicht? Nein. In dem Stadium. Nein, nicht? Ist man nicht. Man ist wirklich handlungsunfähig. Und wenn man sich mal überlegt, ein Schockzustand, das weiß man bei größeren Unfällen, da sind Psychologen, da sind Seelsorger, die im Interesse dieser Menschen, für den Schutz dieser Menschen da sind. Und in jedem Einzelfall wäre das nötig, dass jemand zum Schutz dieser Menschen da ist. Und dass man dann diese Frage stellt und diesen Menschen die Schuld am Tod anderer aufbürdet, das ist ein Skandal, das ist eine Unverschämtheit. Und ich weiß auch, dass ich meine, wenn diese Medizin überhaupt Bestand haben will, dann geht es doch nur, wenn jeder für sich selber aufgeklärt da entscheidet. Aber wie verlogen das Ganze ist, das merkt man ja auch daran. Jetzt ist das neue Gesetz da. Ja, nicht, dass sich jeder entscheiden soll, das wäre ja dann gut. Und wer sich nicht entscheidet, das müsste als Nein akzeptiert werden, wie das auch üblich ist. Aber das alte Gesetz ist ja weiterhin da. Also wenn die Entscheidung nicht da ist, werden weiterhin die Angehörigen da in diese Situation gehört. Und die Frage gehört da nicht hin.
Und das ist, dann heißt es zwar, das ist die tragischste Frage im schlimmsten Moment an die traurigsten Eltern, ja, das ist es, aber warum hat man nicht den Respekt und die Ehrfurcht und sagt, die Frage gehört da nicht hin? Die gehört da nicht hin. Und auch um den Preis, dass es dann eben, ich meine, die haben natürlich ihre Organe überwiegend durch das Überrumpeln, durch die Ausnutzen der Wehrlosigkeit eines Menschen. Mein Sohn konnte nicht mehr schreien, mit mir nicht. Nicht? Der hätte gerufen, Mama, bleib bei mir, hätte er auf jeden Fall gerufen. Und so ist es, die 9 von 10 haben nie Stellung bezogen. Und dann wird der mutmaßliche, angeblich mutmaßliche, wie von Menschen im Schock da rausgepresst. Das ist ein Unding, das ist ein Skandal. Und diese beiden wehrlosen Gruppen, von denen profitiert die Transplantationsmedizin. Wenn sie ehrlich wäre von Anfang an, aber das Ganze ist eh auf einer Lüge aufgebaut, dann wäre es auch eine Spende. Eine Spende ist etwas, in das ich persönlich einwillige und gut informiert. Dann ist es eine Spende. Aber es ist ja auch ein Missbrauch des Wortes Spende. 9 von 10 haben keinen Ausweis, werden aber zu Spendern gemacht. Also mein Sohn, das möchte ich ausdrücklich sagen, war kein Spender, sondern er ist auch leider tragischerweise mit uns, mit unserer Hilfe zum Spender gemacht worden. Mhm. Und was das mit Menschen macht, das ist schon gravierend. Wie war das denn dann am nächsten Morgen um 8.30 Uhr? Hat man dann Sie nochmal gefragt nach Organen? Ja, und nochmal gesagt, jetzt ist es irreversibel, ist er irreversibel tot? Nein, das war schon am Tag vorher für die das Ärzte. Das war gar nicht mehr das Thema. Und ich meine, nachher mit Abstand und klarem Verstand fragt man sich, wir haben doch gesehen, dass er nicht tot war. Warum haben wir, wie ist das möglich, dass wir, und dann kommt noch dazu, also eine halbe Stunde später stand wieder ein Arzt da, zählte wieder alle Organe auf und auch die Augen. Und mein Mann sagte, nein, nein. Und dann sagte er aber wenigstens das. Und dann sagte er aber vielleicht doch die Augen. Und dieser Schrei, dann mein Mann schrie, nein, den höre ich noch, nein. Frau Meier, was haben Sie denn und Ihr Mann gedacht, wann eigentlich die Apparate abgestellt werden? Also um dann eine Organentnahme zu machen? Oder wie sind Sie da aufgeklärt worden? Wir sind davon ausgegangen, auch als wir uns dann für die Nieren, wobei wir dachten, das ist vielleicht das Einfachste und irgendwie erschien uns das so und das passiert, wir sind dabei, wenn die Apparate abgestellt werden und dann werden die Nieren entnommen. Ja. Mhm. Und dann, so haben wir das auch ausgedrückt. Und dann auf einmal hieß es, nein, so geht das nicht. Nein, so geht das nicht. Und haben Sie es erklärt, wie es geht? Nein, haben Sie nicht. Ja, wir waren irgendwie ganz schockiert und auch so schrecklich. Also da kann man eigentlich auch nicht mit leben, dass man so... Wir haben auch nicht gefragt, ja, wie geht das denn? Was machen Sie denn da? Das ist aber, das wird so deutlich, dieses Ausgeliefertsein, dieses Abhängigsein, das geht so nicht, ja. Das wird ja auch niemand erzählen. Wir haben es ja auch nicht zurück, wir hätten es ja eigentlich dann zurücknehmen können, das haben wir auch nicht getan, das ist so furchtbar. Man hat uns dann allerdings gesagt, weil man vielleicht doch Angst hatte, dass wir das zurücknehmen, unser Sohn würde nach der Entnahme auf der Station aufgebahrt und dann hätten wir Zeit zum Abschied nehmen. Sie haben ja dann die Klinik verlassen. Hat man Ihnen da irgendwelche Zusagen gemacht? Schon. Wir haben gesagt, wir kommen heute Abend zurück und möchten gerne eben unseren Sohn noch mal sehen. Und das ist uns auch zugesagt worden. Und wir sind dann eben wieder in unseren Skiort gefahren und ich weiß gar nicht, wie man das irgendwie ausgehalten hat. Und aber auch wieder mehr mit dem Gefühl, als wir dann abends, mein Mann und ich alleine, da zurückfuhren ins Krankenhaus. Also im Nachhinein denke ich, ich konnte an diesen Schreckensort nur zurück, weil ich letztendlich gedacht habe, der Spuk ist jetzt vorbei und ich kann mein Kind wieder mitholen. Und nur um mal deutlich zu machen, in welch einer Verfassung man ist, dass es auch nach Stunden irgendwie noch völlig unrealistisch war, dass das wirklich... mein Kind wirklich tot sein sollte. Und wir sind also zurück in das Krankenhaus und kommen da auf die Station. Und die Krankenschwester, die kennt uns gar nicht, die da ist. Also da waren wir erstmal ganz schockiert. Sie weiß gar nicht, wer wir sind, was wir wollen. Dann hat mein Mann das erklärt.
Und dann hat sie uns gebeten und dann mussten wir 1,5 Stunden, da saßen wir morgens schon drin, das war so ein fensterloser Raum, mussten wir warten. 1,5 Stunden mussten wir da warten, wo wir uns nachher gefragt haben, was ist in diesen 1,5 Stunden dann noch passiert. Dann kam sie zurück und hat gesagt, ich begleite sie jetzt in den Leichenkeller. Also das Kind war nicht auf Station aufgebahrt, wie man uns versprochen hat. Und ich bin ganz sicher, das ist auch meine Erfahrung später, dass die Ärzte gar nicht damit gerechnet haben, dass Eltern zurückkommen. Ich habe dazu mal einen Krankenhausseelsorger gehört, der 30 Jahre Seelsorger war und hat gesagt, nicht in einem Fall sind Angehörige in so einer Situation zurückgekommen. Also da ich glaube, da sind die Ärzte so sicher, dass das nicht passiert. Und ich weiß auch, wie schwer das ist. Also noch Jahre später sind wir ja an diesen Ort gefahren. Und wenn die ins Krankenhaus kam, da musste ich mich ducken im Auto oder ich musste meine Augen zumachen. Ich konnte das gar nicht ertragen. Also wir sind jedenfalls zurückgekommen. Und was versprochen war, war gar nicht da. Sie kannten uns, wie gesagt, gar nicht. Und dann, weil wir aber wie angewurzelt stehen blieben, musste sie ja irgendwie handeln. Also hat sie uns da Platz angeboten. Und weswegen wir da 1,5 Stunden warten mussten, das ist ja auch ein, ja, kann man sich nachher auch spekuliert, Mandant, was da passiert ist. Und dann hat sie gesagt, sie geht jetzt mit uns in den Leichenkeller und sie sei aber allein. Als wir dann da unten waren, hat sie uns die Tür gezeigt und hat gesagt, sie kann also hier nicht lange warten. Wir müssen uns beeilen. Also mit diesem Druck sind wir da rein in den Raum. Ich bin vorgegangen und gucke auf diese Bahre und denke, das ist ein Irrtum. Hier ist, das ist nicht Lorenz. Und dann trete ich näher und gucke ihn mir an und merke, dass er das ist, aber völlig entstellt, völlig anders. Also erstmal, der hatte so lockiges Haar, das war nass, platt. Dann war sein schmales Gesicht mit so viereckigen großen, also nicht Mull, sondern viereckige große Mullagen quer so verklebt. Seine vollen Lippen waren völlig schmal. Ich hatte damals keine Ahnung, was Organentnahme heißt, aber mein Impuls war sofort, der hat ja Schmerzen gehabt. Sein Gesicht war ganz klein geworden und die Lippen ganz zusammengebissen. Und ich in meinem Entsetzen, ich hatte keine Berührungsängste. Ich wollte, was haben die mit meinem Kind gemacht? Ich wollte gucken, die Pflaster abmachen. Und mein Mann hinter mir, der geriet so in Panik, der hatte Angst wegen dieser Augen. Der hatte Angst, jetzt kommt an den Tag, dass man ihnen doch die Augen genommen hat. Und der hat mich zurückgezogen. Und ich habe mich zurückziehen lassen und wir sind stumm, ohne Abschied. Wir sind stumm aus dem Raum raus und weg und aus dem Krankenhaus weg. Wir haben auch die ganze Rückfahrt nicht ein Wort geredet. Wir konnten jahrelang nicht über dieses Trauma reden. Jahrelang nicht. Zusammen nicht? Zusammen nicht, nein. Jahrelang nicht. Wie viele Jahre nicht? 5 Jahre. Mhm. Wir haben mal, mein Mann hat immer gedacht, er muss mich schonen. Und ich habe einfach nur, ich war da ganz mit mir beschäftigt. Ich habe das versucht, immer runterzuhalten. Aber auch immer, wenn ich am Grab stand, dann habe ich mir erst noch so versucht einzureden, ja, es vergeht ja sowieso alles, Aber das kam immer weiter hoch. Was haben die mit uns gemacht? Was Und haben die mit unserem Kind gemacht? Haben Sie nie versucht, mit Ihrem Mann ins Gespräch zu kommen darüber? Lange nicht, ganz lange nicht. Ganz also lange. Weder abends noch morgens Nein. noch in Nein. keiner Situation. Nein. Und Nein. trotzdem hat es in Ihnen immer gearbeitet. Ja, sicher hat es in uns gearbeitet und in meinem Mann auch. Mein Mann hat immer gedacht, hoffentlich erfährt meine Frau das nicht. Es gab ja schon mal das eine, es war ja dann, es gab mal einen Zeitungsartikel, wo ich gelesen habe, dass die sich irgendwie bewegen. Das habe ich für mich behalten. Ich dachte, um Gottes Willen, wie entsetzlich. Meine Schwester hat mal irgendwas gehört und hat gesagt, hoffentlich erfährt Gila das nicht, dass da noch irgendwas ist. Das ist so ein Trauma. Und dann kommt noch dazu, da ist ja der Verlust auch mit dieser veränderten Situation zurecht, so, mit den ganzen Problemen, die das sonst auch in der Familie auslöst, mit den Kindern. Also das ist die Hölle. Es ist die Hölle. Und dann eben auch diese 4 bis 5 Ärzte-Teams, die da nacheinander dann tätig werden. Und ich habe kürzlich von einer Operationsschwester gehört, die da in diesem Bereich gearbeitet hat. Die hat gesagt, und das ist eine furchtbare Stimmung in diesem OP. Dann klappt das bei den einen nicht. Die anderen wollen aber ran und sind in Eile und wollen wieder weg, weil das ja auch nachts abläuft. Und
das ist Horror. Und wenn man sich überlegt, das geht um einen Menschen, der immer noch lebt in dieser Situation. Es oder ist, vielleicht im Sterben ja, liegt. Ja, im Sterben liegt, ja. Oder vielleicht dann auch, wenn das Herz zum Stillstand gebracht worden ist, wie das bei unserem Sohn ja heißt, Herbeiführung des Herzstillstandes durch kalte Perfusion, dann normalerweise würde man ja, wenn ein Mensch verstorben ist, mit ganz großem Respekt sitzt man da und begleitet ihn. Und wenn man sich dann überlegt, was da in so einem OP los ist, das ist ein Horror. Wie das, also ich glaube, das traut man zunächst mal überhaupt nicht einem Menschen zu, einem Arzt zu, dass das überhaupt möglich ist. Und ich glaube, die müssen das auch verdrängen. Die sehen ja dann auch gar nicht den ganzen Menschen. Jeder wühlt da an seiner Stelle im Leib rum und der ist ja abgedeckt. Und ich glaube, die müssen sich dann unentwegt einreden. Sie tun was Gutes damit und das müssen wir jetzt so in Kauf nehmen. Und ich habe auch später in Begegnungen mit Transplantationsmedizin immer wieder gemerkt, die sind ja sowas von, die gehen uns aus dem Weg. Die wollen gar nicht mit uns ins Gespräch kommen. Und ich habe meine letzte Begegnung mit Professor Bechstein in Frankfurt nach dem Ärztetag. Dann habe ich erlebt, wie er halt da sehr einfühlsam über Menschen, die auf ein Organ warten, geredet hat, referiert hat und was er da alles tut und wie liebevoll er mit denen spricht. Und dann war zur Diskussion keine Möglichkeit danach. Und ich bin anschließend zu ihm hingegangen und habe gesagt, ich habe das gewürdigt, dass er so empathisch da eben mit diesen kranken Menschen umgeht. Aber ich würde ihm gerne sagen, ich wäre von der anderen Seite betroffen und ich möchte ihm gerne mal sagen, was da auf der anderen Seite passiert und wie wir, mit welchem Leid wir dann zurechtkommen müssen im Leben. Und da hat er mich ganz böse von oben angeguckt und hat gesagt, damit habe ich nichts zu tun. Und dieser Blick, ich habe nur gedacht, also wenn ich jetzt hier auch Studentin wäre oder jung, dann hätte ich mich vielleicht wirklich einschüchtern lassen. Aber ich habe nur in einen ganz urbösen Blick geguckt. Und dann war er weg. Ja. Und das ist eigentlich typisch für den Umgang mit uns. Wir werden entweder diskriminiert, das heißt, wir sind psychisch nicht belastbar, wir gönnen den anderen das Leben nicht, oder wir werden von vornherein, will man gar nicht das Gespräch mit uns. Das passt nicht zu ihrem Guttun. Also es gibt ja da mehrere Thesen. Einmal heißt es, intelligente Leute verstehen den Hirntod. Da gibt es ja auch Umfragen, soll es geben, dass also Akademiker den Hirntod verstehen. Nun kann man natürlich Ihnen und Ihrem Mann, Sie als Krankenschwester und Ihr Mann Richter, jetzt nicht Lehren unterstellen, für Lehren für Kranken, dass Sie zu dumm sind, um den Hirntod zu verstehen. Dazu. Ja, das sind ganz üble Diffamierungen sind das. Nicht? Das hab ich ja auch vielfach. Ich bin nicht belastbar und ich gönne den anderen das Leben nicht. Oder man kommt mit der Trauer nicht zurecht, wie Sie das sagen. Das sind ganz üble Diffamierungen. Ich denke, diejenigen von uns, die wirklich mit diesem Erlebnis an die Öffentlichkeit gehen, das sind diejenigen, die ziemlich viel Rückgrat und Mut haben, sich dem überhaupt auszusetzen. Ich kenne ja andere und ich würde das auch niemals verurteilen. Ich weiß ja, wie schwer das ist. Die möchten gar nicht mehr daran rühren, die möchten nicht mehr daran erinnert werden, die würden nie etwas darüber sagen. Ich kenne Eltern, die, wenn wir uns alleine treffen, die darüber sprechen, die auch am Anfang versucht haben, denen es so ging wie uns mit dieser ganzen Überrumpelung und die dann versucht haben, auch den Einladungen der Deutschen Stiftung Organtransplantation zu folgen, dieser Art Angehörigenbetreuung, wo man dann halt mit Menschen, die transplantiert sind, konfrontiert wird, die versucht haben, diesen Weg zu gehen. Ich kenne mehrere, das trägt nicht. Es trägt nicht. Im Anfang ist das wie so ein Strohhalm vielleicht. Und man kann ja noch, vielleicht als Held wird einem ja auch suggeriert, aus so einer schrecklichen Situation gehen. Und man kann sie ja auch noch selbst beenden, diese unerträgliche Situation. Aber nach meiner Erfahrung trägt es nicht, weil es wird einem Menschen sowas essentiell Wichtiges genommen. Also wenn wir schon einen Menschen verlieren, dann brauchen wir die Zeit dafür, den Abschied, auch das Begreifen, dass jemand wirklich dann tot ist und dass wir jemanden gehen lassen müssen. Wir brauchen das, wenn wir mit der Trauer, die sich immer einstellt, natürlich dann gut zurechtkommen wollen. Und ich habe ja auch diese beiden, mein sehr geliebter Bruder und Lorenz Tod, das war ein Unterschied von 2 Jahren. Und
da habe ich das so sehr erlebt. Es ist ja immer schwer, einen geliebten Menschen aus der Hand zu geben, also in den Tod abzugeben. Aber ihn konnten wir begleiten, die Situation war anders und er konnte das auch ausdrücken. Aber wir konnten es eben auch, wir konnten alles für ihn noch tun, also Liebesdienste. Ja, und dann war er tot und dann haben wir immer noch an seinem Bett gesessen. Und dann haben wir gemerkt, es gibt ja auch oft so einen Gesichtsausdruck, der einem so einen Trost geben kann. Und weil sich da noch eine Veränderung auch einstellt und ich denke, es ist so traurig, dass gerade die Vertreter der Kirchen, die sich da alle einseitig haben, oder viele haben sich einseitig vereinnahmen lassen, dass sie gar nicht mehr wissen, den Wert einer Sterbebegleitung und auch eines einer Totenwache, dass sie das einfach, es ist so eine Verrohung eingetreten, dass das gar keinen Wert hat. Und das sind die Dinge, die einem natürlich helfen nachher in der Trauer. Mhm. Das ist ja eigentlich die ureigenste Geschichte der Kirche, sich um die Sterbestunde auch zu kümmern. Natürlich, das ist ganz traurig, das ist erbärmlich, ganz erbärmlich. Jetzt gibt es ja die These, oder die habe ich jetzt gerade wieder im Fernsehen in der Sendung vom RBB gehört, es gibt die These, dass die Eltern getröstet werden dadurch, dass Teile von ihren Kindern in anderen weiterleben. Tja. Und auch, dass sie so stolz drauf sind, dass sie das gemacht haben, dass sie das also immer auch in Bekanntenkreis erzählen könnten und dadurch einen unheimlichen Trost erfahren. Was halten Sie davon? Ich finde das, ich kann das, ich finde das, wie soll ich sagen, ganz, ganz traurig eigentlich. Also dieses, das wird ja, es kommt ja nicht von den Menschen selbst, diese Art von Trost. Die wird ja von außen suggeriert. Ihr könnt euch doch damit trösten. Ihr seid doch Helden jetzt. Ihr habt doch Leben gerettet. 5 oder 8 Leben habt ihr gerettet. Und natürlich in diesem psychischen Zusammenbruch ist das natürlich, kann das ja zunächst mal eine Hilfe sein. Boah, ich bin ja gar nicht so wertlos. Ich bin ja jetzt, habe ja was ganz Tolles gemacht. Aber es ist doch wirklich pervers. Wie kann man sich damit trösten, dass die Organe in einem anderen weiterleben? Also ich muss da immer an das Zitat von dem Professor Hans-Ulrich Gallwas aus München denken, der damals im Zusammenhang mit der Gesetzgebung da gesagt hat, also auf Kosten eines behüteten Sterbens hat man sich eben für eine moderne Form des Kannibalismus entschieden. Und das finde ich, das trifft es sehr genau. Ich habe zum Beispiel damals, als wir auf einem Kirchentag waren, auf der Suche nach Hilfe, sind wir an einen Stand geraten, der für Organspende warb, eine der Organisationen. Und da war gerade der Gesundheitsminister Seehofer gewesen, waren sehr viele Menschen, gingen da auseinander. Und wir sind da auch irgendwie so entsetzt stehen geblieben. Wir haben gedacht, ja, das ist die eine Seite, aber die Organe kommen doch nicht aus dem Pool. Wo bleiben wir denn? Was ist denn mit der anderen Seite? Und eine von diesen Frauen hat dann wohl gesehen, dass ich da so entsetzt aussah. Und dann hat sie gesagt, ja, guck mal, da vorne lebt irgendwie jemand, der hat jetzt gerade ein Herz gekriegt. Und ich habe so einen Moment gedacht, ach, das konnte jetzt nicht sein, aber so einen Moment, das ist Lorenz Herz, da habe ich gemerkt, wie, wenn man da selbst, wie pervers das ist. Mir wurde wirklich so in einem Schlag brechübel. Ich musste mich abwenden. Aber es war dann doch ein ganz wichtiges Erlebnis. Das hat uns dann ja dahin geführt, dass wir halt KAO ins Leben gerufen haben. Nicht? Aber ich finde das, und was noch dazu kommt, diejenigen, die uns ja diesen Trost da anbieten, die würden das ja, also das ist jetzt meine Behauptung, selber mit ihren Angehörigen nicht machen. Ich kann dazu ein Beispiel sagen. Da habe ich den Professor Frei aus Berlin kennengelernt. Nierentransplanteur? Ja, auf einem Podium. Und er hat wortgewaltig eine ganze Aula für Organspende. Junge Leute, kann man ja machen. Die sind ja so sozial, das ist auch irgendwie ganz traurig, dass dann deren Gutmütigkeit auch so ausgenutzt wird. Alle begeistert. Also wenn schon, dann wäre das eine gute Art zu sterben und noch was Gutes zu tun. Und möchte ich natürlich auch noch mal einschieben, wir möchten ja alle, dass schwerkranken Menschen geholfen wird. Auch ich möchte das natürlich. Ich habe gerade erfahren, wie schwer es dann ist, wenn man einen Menschen abgeben muss. Und dass das so mit Lügen ausgenutzt wird, das finde ich so, diese Haltung finde ich eigentlich ganz schlimm. Also der Professor Frei hat da voll Erfolg gehabt. Ich kam da gar nicht viel zu Wort. Aber hinterher, das habe ich dann auch bewusst die Frage hintergestellt, bin ich auf ihn zugegangen, habe gesagt, Herr Professor Frei, würden Sie Ihr Kind zur Organspende freigeben?
Er hat mich nicht angeguckt, ich stand so seitlich, er hat so seine Hände gerieben, hat nichts gesagt. Dann habe ich ziemlich scharf gesagt, Sie sind mir eine Antwort schuldig. Mhm. Hat er mich auch nicht angeguckt, hat weiter seine Hände gerührt und hat gesagt, es ist problematisch. So. Also eins der vielen unsinnigen Behauptungen, denke ich. Also ich glaube, dass sie generell die Bevölkerung für ziemlich dumm halten. Und ich möchte da gerne auch mal etwas zitieren, was wir dann in unseren Unterlagen herausgefunden haben. Wir haben ja jahrelang dann Briefwechsel geführt und das macht es eigentlich sehr deutlich, wie auch wir für dumm gehalten wurden. Da heißt es dann in diesem Briefwechsel, an dem wir mit Hilfe eines Rechtsanwaltes kamen, die Eltern sahen dann den Körper des verstorbenen Patienten, der aber weiterhin künstlich beatmet wurde bei spontaner Herzfrequenz. Also wenn man sich diesen Irrsinn schon mal auf der Zunge zergehen lässt. Die Eltern sahen dann den Körper des verstorbenen Patienten, der aber weiterhin künstlich beatmet wurde bei spontaner Herzfrequenz. Mhm. Also wir sahen unser Kind. Wir sahen unser Kind, nahmen wir wahr. Und wir nahmen wahr, was wahr war, nämlich, dass es lebte. Aber dann heißt es eben weiter, es scheint, dass die Eltern nicht verstanden, dass, als sie ihren Sohn gesehen haben, dieser bereits tot war. Also wir wurden eben... Qua Diagnose tot, aber nicht in echt. Ja, aber wir wurden eben doch für dumm gehalten, nicht wahr? Wir haben es nicht verstanden. Wie ist das denn jetzt, wenn sich jetzt die Stimmen in der Wissenschaft mehren, die sagen, wir nennen das jetzt nicht mehr Hirntod oder Brain Death, ja, wie in der internationalen wissenschaftlichen Literatur, sondern wir sagen jetzt einfach, das heißt Justified Killing, da sind wir auf der ehrlichen Seite und es will ja auch niemand in so einem Stadium weiterleben, in dem er vielleicht dann im Wachkoma oder so bleiben würde über Jahre. Wie war das für Sie? Ja, also auf jeden Fall kommt ein Stückchen mehr Ehrlichkeit in die Diskussion. Das war ja jahrelang, wurde das ja verheimlicht, wurde das ja unter den Tisch gekehrt. Und es wurde ja immer nur das berichtet, was die DSO da eben als Vorgaben gibt. Der Hirntod ist der Tod des Menschen und das ist die sicherste Todesdiagnose. Und so ist es. Und das war eigentlich schwer auszuhalten für uns, die wir eigentlich dann, ich meine, ich habe das vor diesem Erlebnis auch geglaubt, hätte ich das geglaubt. Aber ich habe ja durch dieses schreckliche Sterben meines Sohnes sozusagen hinter die Kulissen geguckt. Und das war wahnsinnig schwer auszuhalten. So ist es aber nicht. Es gibt was ganz anderes. Und dann, also ich bin sehr, sehr dankbar, dass da doch mehr Ehrlichkeit in die Debatte kommt und dass die Wahrheit ein Stückchen mehr an den Tag kommt. Und ich glaube auch, dass Menschen nach und nach doch dahinter kommen, weil es gibt ja immer diese Riesenüberraschung in Diskussionen, auch in, wenn es heißt, ja, nach meinem Tod, ja, aber du wirst ja beatmet, du bist nicht tot. Also von einem Toten kann man keine lebenden Organe nehmen, es ist ja im Grunde ganz simpel auch. Dann denke ich schon, die Menschen kommen hinter diese Lüge. Es ist ja wirklich, wenn es mal krass ausdrückt, eine Riesenlüge, die da weltweit über viele Jahre funktioniert hat. Und ich denke, es ist an der Zeit. Und meine Einschätzung ist sowieso, dass diese Medizin auf Unrecht beruht, indem sie den Leuten eben was vormacht, was nicht stimmt. Und mich wundert es nicht, dass sie so viel Unrecht nach sich zieht, also auch hier bei uns in Deutschland. Aber ich meine, wenn man weltweit schaut, welche eine Kriminalität diese Medizin nach sich gezogen hat, dann kann man doch auch, müsste man doch gerade mal sagen, das möchte ich auch gerne mal an die Vertreter der Kirchen sagen, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Also das sind doch entsetzliche Früchte, auch wenn einzelne Menschen davon profitieren, natürlich. Ich möchte auch, dass denen geholfen wird, aber vielleicht müssen wir alle mehr Druck auf die Ärzte machen, dass eben andere Heilweisen intensiver erforscht werden, dass das ganze Geld, was in Werbung fließt, und dass für andere Forschungen investiert wird und dass Menschen auf andere Art und Weise geholfen wird. Sie haben ja dann aber doch später noch mal eine Anzeige wegen Mordes aufgegeben. Ja, das haben wir gemacht. Und zwar war die Situation ja so, dass wir dann den Aktenordner geschlossen haben und da eigentlich auch nicht mehr bei wollten. Obwohl ich so ganz tief in mir dachte, eigentlich müsste man ja Unterlagen jetzt einem Arzt geben können, der Französisch spricht. Aber wir waren beide am Ende, mein Mann und ich, absolut am Ende.
Und dann hat es viele, viele Jahre später mein Sohn, der dann Medizin studiert hat und später Facharzt für Chirurgie wurde, hatte sich diesen Aktenordner längst mitgenommen. Das wusste ich gar nicht. Und er wollte da noch mal was nachschauen. Und das hat er dann auch getan. Und dann hat er sich wirklich gründlich da mit den Befunden befasst und entdeckt dann, dass es einen EEG-Befund gibt, vom selben Tag, an dem mein Sohn explantiert wurde, vom 27. März 1991, der besagt ausdrücklich, dass es sich nicht um ein Nulllinien-EEG handelt. Ein Nulllinien-EEG, wenn man eins macht, nicht damals auch in der Schweiz, war aber sozusagen ein Ausschlusskriterium für eine Organentnahme. Also, und dieses EEG bestand und trotzdem wurde mein Sohn Stunden später ja explantiert. Und mein Sohn sagte erst, ich habe da was gelesen, ich kann dir das gar nicht am Telefon sagen, ich muss kommen. Der war tief erschüttert. Und dann habe ich aber doch auf ihn eingedrängt, weil da konnte ich auch nicht mitleben. Und dann hat er mir das gesagt und ist dann auch später gekommen, hat mir dieses Dokument gezeigt. Und dann haben wir gedacht, das ist ja einfach unglaublich. Und ich habe dann noch in diesen ganzen, auch manchmal so in Diskussionen immer gesagt, also da zweifle ich nicht dran, dass der Lorenz wirklich in diesem Zustand des sogenannten Hirntodes war. Nicht? Da hatte ich keinen Zweifel. Das habe ich auch ausdrücklich in diesem Briefwechsel da mit der Schweiz nochmal erwähnt. Und dann werde ich konfrontiert damit, dass selbst noch nicht mal der sogenannte Hirntod bei meinem Kind eingetreten war und er wurde doch explantiert. Also das war, da gibt es eigentlich keine Worte für.